Das Zeichen. Des Morgens aber, nach dieser Nacht, sprang Zarathustra von seinem Lager auf, gürtete sich die Lenden und kam heraus aus seiner Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt. Großes Gestirn, sprach er, wie er einstmals gesprochen hatte, du tiefes Glücksauge. Was wäre all dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Und wenn sie in ihren Kammern blieben, während du schon wach bist und kommst und schenkst und austeilst, wie würde der Rob deine stolze Scham zürnen? Wohlan, sie schlafen noch, diese höheren Menschen, während ich wach bin. Das sind nicht meine rechten Gefährten. Nicht auf sie warte ich hier in meinen Bergen. Zu meinem Werke will ich, zu meinem Tage. Aber sie verstehen nicht, was die Zeichen meines Morgens sind. Mein Schritt ist für sie kein Weckruf. Sie schlafen noch in meiner Höhle, ihr Traum keut noch an meinen Mitternächten. Das Ohr, das nach mir horcht, das gehorchende Ohr, fehlt in ihren Gliedern. Dies hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne aufging. Da blickte er fragend in die Höhe, denn er hörte über sich den scharfen Ruf seines Adlers. Wohlan, rief er hinauf, so gefällt und gebührt es mir. Meine Tiere sind wach, denn ich bin wach. Mein Adler ist wach und ehrt gleich mir die Sonne. Mit Adlersklauen greift er nach dem neuen Lichte. Ihr seid meine rechten Tiere. Ich liebe euch. Aber noch fehlen mir meine rechten Menschen. Also sprach Zarathustra. Da aber geschah es, dass er sich plötzlich wie von unzähligen Vögeln umschwärmt und umflattert hörte. Das Geschwirr so vieler Flügel aber und das Gedräng um sein Haupt war so groß, dass er die Augen schloss. Und wahrlich gleich einer Wolke fiel es über ihn her, einer Wolke von Pfeilen gleich, welche sich über einen neuen Feind ausschüttet. Aber siehe, hier war es eine Wolke der Liebe und über einen neuen Freund. Was geschieht mir? Dachte Zarathustra in seinem erstaunten Herzen und ließ sich langsam auf dem großen Steine nieder, der neben dem Ausgang seiner Höhle lag. Aber indem er mit den Händen um sich und über sich und unter sich griff und den zärtlichen Vögeln wehrte, siehe, da geschah ihm etwas noch Seltsameres. Er griff nämlich dabei unvermerkt in ein dichtes, warmes Haargezottel hinein. Zugleich aber erscholl vor ihm ein Gebrüll. Ein sanftes, langes Löwenbrüllen. Das Zeichen kommt, sprach Zarathustra, und sein Herz verwandelte sich. Und in Wahrheit, als es helle vor ihm wurde, da lag ihm ein gelbes, mächtiges Getier zu Füßen, schmiegte das Haupt an seine Knie und wollte nicht von ihm lassen vor Liebe und tat einem Hunde gleich, welcher seinen alten Herrn wiederfindet. Die Tauben aber waren mit ihrer Liebe nicht minder eifrig als der Löwe. Und jedes Mal, wenn eine Taube über die Nase des Löwen huschte, schüttelte der Löwe das Haupt und wunderte sich und lachte dazu. Zu alledem sprach Zarathustra nur ein Wort. Meine Kinder sind nahe. Meine Kinder
Dann wurde er ganz stumm. Sein Herz aber war gelöst, und aus seinen Augen tropften Tränen herab und fielen auf seine Hände. Und er achtete keines Dings mehr und saß da unbeweglich und ohne, dass er sich noch gegen die Tiere wehrte. Da flogen die Tauben ab und zu und setzten sich ihm auf die Schulter und liebkosten sein weißes Haar und wurden nicht müde mit Zärtlichkeit und Frohlocken. Der starke Löwe aber leckte immer die Tränen, welche auf die Hände Zarathustras herabfielen, und bollte und brummte schüchtern dazu. Also trieben es diese Tiere. Dies alles dauerte eine lange Zeit oder eine kurze Zeit, denn recht gesprochen gibt es für dergleichen Dinge auf Erden keine Zeit. Inzwischen aber waren die höheren Menschen in der Höhle Zarathustras wach geworden und ordneten sich miteinander zu einem Zuge an, dass sie Zarathustra entgegengingen und ihm den Morgengruß böten. Denn sie hatten gefunden, als sie erwachten, dass er schon nicht mehr unter ihnen weilte. Als sie aber zur Tür der Höhle gelangten und das Geräusch ihrer Schritte ihnen voranlief, da stutzte der Löwe gewaltig, kehrte sich mit einem Male von Zarathustra ab und sprang wild brüllend auf die Höhle los. Die höheren Menschen aber, als sie ihn brüllen hörten, schrien alle auf, wie mit einem Munde, und flohen zurück und waren im Nu verschwunden. Zarathustra selber aber, betäubt und fremd, erhob sich von seinem Sitze, sah um sich, stand staunend da, fragte sein Herz, besann sich und war allein. Was hörte ich doch? Sprach er endlich langsam. Was geschah mir eben? Und schon kam ihm die Erinnerung. Und er begriff mit einem Blicke alles, was zwischen gestern und heute sich begeben hatte. Hier ist ja der Stein, sprach er und strich sich den Bart. Auf dem saß ich gestern am Morgen, und hier trat der Wahrsager zu mir, und hier hörte ich zuerst den Schrei, den ich eben hörte, den großen Notschrei. Ihr höheren Menschen, von eurer Not war's ja, dass gestern am Morgen jener alte Wahrsager mir wahrsagte. Zu eurer Not wollte er mich verführen und versuchen. O Zarathustra, sprach er zu mir, ich komme, dass ich dich zu deiner letzten Sünde verführe. Zu meiner letzten Sünde? Rief Zarathustra und lachte zornig über sein eigenes Wort. Was blieb mir doch aufgespart als meine letzte Sünde? Und noch einmal versank Zarathustra in sich und setzte sich wieder auf den großen Stein nieder und sann nach. Plötzlich sprang er empor. Mitleiden. Das Mitleiden mit dem höheren Menschen. Schrie er auf und sein Antlitz verwandelte sich in Erz. Wohlan, das hatte seine Zeit. Mein Leid und mein Mitleiden, was liegt daran? Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke. Wohlan, der Löwe kam. Meine Kinder sind nahe. Zarathustra ward reif.
meine Stunde kam. Dies ist mein Morgen. Mein Tag hebt an. Herauf nun. Herauf, du großer Mittag. Also sprach Zarathustra und verließ seine Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.